Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Trend Raider Box aus dem Monat November. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese riesengroße Box erscheint monatlich, kostet ab 29,95 €, enthält nachhaltige Produkte aus den Bereichen Beauty, Fashion, Lifestyle, Food. Und ja, ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxen Team. Richtig cool. Ich habe auch einen Code, Claudi15, damit sparst du 15% auf deine Box. Und was wollte ich noch sagen? Kooperation, also gibt es auch was in diesem Video zu gewinnen. Und zwar stelle ich eine eigene Beauty Box für euch zusammen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Jo, ich lade dieses Video am 14. tatsächlich hoch und ihr könnt diese Variante, also die November-Variante, dann auch tatsächlich bis morgen wahrscheinlich erst noch bestellen. Also das müsste bis zum 15. möglich sein. Wenn ihr danach bestellt, bekommt ihr die Dezember-Variante, also nicht mehr diese Variante. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Ja, ich finde es aber ganz spektakulär und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Letztes Mal hat die mich nämlich echt geflasht. Ich war überwältigt davon, wie vielfältig das war, ne? Was da so drin ist. Wow. Genau, die Attacke der Killer-Aufreißlasche. Ja, mindestens 85 Euro Warenwert ist da auch immer mit drin. Mindestens 7 Produkte, glaube ich. Und wir haben diesen Monat im November, dieses Goodie eigentlich mit dabei, wenn du diesen das Jahresabo gewählt hast, im Wert von 30 Euro, genau. Also, hier steht drauf: Viel Spaß mit deiner Box, wünscht dir dein Trend Raider Team, handmade in Berlin with love. Also, das kommt halt auch wirklich aus Berlin. Das finde ich immer ganz praktisch, ne? Wenn es halt dem Lande kommt, dann hat das Ganze nicht so viele lange Wege hinter sich, ne? Und offensichtlich ist das Motto Nordic Lights. Da bin ich auch mal gespannt, denn da ist der Klebi drauf. Und diese Box ist halt so groß. Das geht dann nicht wie bei den anderen Beautyboxen, die ich hier so vorstelle, dass ich mit euch zusammen den Klebi aufmache und so. Weil, da komme ich in, wie nennt man das, Koordinationsschwierigkeiten. Und hier haben wir auch schon den Blick in die Box rein. Ja. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich muss unbedingt mal irgendwie auf diesen Tisch aufräumen, denn ich kriege hier gefühlt, ich habe Platzprobleme, Leute. Diese Karten, die hier mit drin sind, die sollte man sammeln, denn es packen immer unterschiedliche Leute dann die Box. Und ich glaube, wenn man, keine Ahnung, steht auf der Homepage, so und so viele Karten zusammen hat, dann bekommt man eine Überraschung. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße. Janka, genau. Nee, die Karte nicht. Da müsste noch eine andere Karte drin sein. Ich weiß gar nicht, ob ich die Karte vielleicht gar nicht drin habe. Auf jeden Fall ist das hier von der lieben Janka. Genau, das ist nämlich meine Kooperationskontakt-Lady. Und hier haben wir dann auch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hinten ist auch nochmal der Spoiler für Dezember aufgeführt. Ich habe hier unten ja immer Timestamps. Da könnt ihr einfach weiterhüpfen, falls euch gewisse Sachen nicht so ganz interessieren. Ich versuche halt immer weitestgehend auf alles so einzugehen und alles ganz genau zu zeigen, weil dafür ist es ja hier so, ne, die Plattform, ne, dass ihr quasi sehen könnt, was da für Produkte drin sind. Ich könnte euch auch einfach ein Bild einblenden und da nichts zu sagen, das wäre aber ein bisschen öde, finde ich. Genau, ne? Deswegen gehe ich hier ganz entspannt einfach durch. In der November-Ausgabe ab in den Norden, deine Nordic Lights Box. Wenn der erste Schnee zu Boden fällt, die Natur ihr weißes Gewand anlegt und sich am sternklaren Himmel farbenfrohe Lichtspiele zeigen, sind wir in einer ganz anderen magischen Welt. Im Winter gibt es nichts Schöneres, als sich bei einem langen Spaziergang durch den Schnee die eisige Nordluft um die Nase wehen zu lassen und es sich dabei bei Kerzen und es sich danach bei Kerzenschein und gutem Essen zu Hause gemütlich zu machen. Im November bringen wir diese Lebensphilosophie und die Schätze unserer nordischen Freunde aus Dänemark, Schweden und Co. zu dir. Deine Nordic Lights Box steckt daher voller Spezialitäten und Kostbarkeiten, die du für einen rauen Wintertag bestens gebrauchen kannst, ob nun in Skandinavien oder bei uns. Freue dich auf hügelige Momente, renommierte Marken und einen Hauch von Nordlichtern in deiner Novemberbox. Da bin ich ja wirklich, wirklich mal gespannt. Hier hat die Nadja von Trend Raider auch noch so ein kleines Statement zu abgegeben. Für mich persönlich gibt es nichts Schöneres als den Beginn der Winterzeit, wenn alles verschneit ist und man sich drin einkuscheln kann. Am liebsten verbringe ich dann meine Zeit damit, spazieren zu gehen und dabei die frische Luft einzuatmen.
Danach ist es zu Hause umso gemütlicher. Das ist auch irgendwie cool, ne? Dass dann die Teammitglieder auch ihr Statement dazu so ein bisschen abgeben. Ich bin eigentlich eher so der Fan von den warmen Jahreszeiten, auch wenn ich gefühlt dann draußen zerfließe, aber ich weiß nicht. Natürlich ist es schön, wenn wir hier so die Kerzen anhaben und uns das gemütlich machen und so, ne? Und uns einfach so vor den Kamin kuscheln, aber eigentlich bin ich eher so der Frühlingstyp und Sommertyp. Das ist mehr so meine Welt. Hier sind dann auch die einzelnen Produkte aufgelistet. Genau, dann ist auch immer eine genaue Information dabei, ob das vegan und cruelty-free ist, fair und sozial, bio und organic, plastic-free and upcycling, trends and innovations. Da sind immer extra so Symbole mit dabei. Hier sind auch Alternativprodukte aufgeführt. Das ist auch immer ganz interessant. Und dann ist das Trend-Goodie auch noch mit aufgeführt. Da bin ich auch gespannt. Ein paar Informationen haben wir. Kleidung aus Holz, Home. Oh, ja, Hygge ist ja auch echt so eine Sache für sich, ne? Das kam jetzt ja auch immer mehr in den letzten Jahren hier so auf, das Wort an sich, ne? Dann haben wir hier auch immer noch ein Rezept mit dabei. Vegane Zimtschnecken können wir dann nachbacken. Finde ich auch ganz cool. Und dann haben wir hier nochmal den Spoiler für die Dezemberbox, deine Trendbox im Dezember. Die schöne Zeit des Jahres bricht heran und wie können wir anders, als diese in vollen Zügen mit dir zu zelebrieren? Den Dezember wollen wir daher gemäß der fabelhaften Festtagssaison, der besinnlichen und ausgelassenen Zeit mit unseren Liebsten widmen. Ob in intimer Runde oder in prunkvoller Feiergesellschaft, deine Celebration-Box stimmt dich mit schicken Accessoires, feinen Gaumenschmäusen und festlichen Wellness-Highlights auf die Weihnachtszeit ein. Zusätzlich zu deinen neuen nachhaltigen Lieblingsprodukten aus Fashion, Food, Wellness und Design hast du im 12-Monats-Abo wieder eine Chance auf ein Green-Ticket. Interessant, ne? Also hier ist nochmal, wie gesagt, der Spoiler für die Dezemberbox und jetzt rede ich schon ganz schön lange und ich würde sagen, ich klappe mir hier mal das Heftchen auf, dass ich dann auch immer so parallel ein bisschen reinschauen kann, weil, also ja, es sind viele Produkte dabei, die mir einfach nichts sagen und ich greife mal das erste hier raus und das finde ich klasse, das haben wir jetzt öfters auch mal so in Adventskalendern oder in Foodboxen auch drin von Rabenhorst, Schützen mit Zink für das Immunsystem und den Zellschutz, mehr Fruchtdirektsaft. Direkt Saft mit Zink und Vitamin C und da sind 125 Milliliter drin. Finde ich super. Also solche Getränke mag ich ganz gerne. Mein Freund hatte auch letztens, ich weiß gar nicht, ob das in unserer HelloFresh-Box drin war oder ob er es separat auch mal gekauft hatte, so einen 7-Tage-Immunshot von HSC auch mal gekauft. Einfach so, ne? Fand ich auch ganz cool. War jetzt die Erkältungszeit und ich sag mal Prost, ne? Und genau jetzt in dieser Zeit, übrigens ziemlich lecker, kann man sich auch schön gegen diese ganzen Immunsystemstörer wehren, indem man einfach ein bisschen was fürs Immunsystem tut. Ja, da gibt es auch mehr Sachen, so wie Kneippbäder oder so, oder nee, hier so Kneipen, ne? Kann man bei uns auch ganz normal, in den Wäldern sind öfters mal so Kneippbecken. Kannst du mit den Nucky-Fußis durchgehen und das steckt dann auch das Immunsystem, gerade im Winter. Oh, ist nicht meine Welt, ne? Aber egal. So, dann habe ich hier das nächste Produkt drin und das sieht aus, sieht irgendwie, also das Muster hier drauf, ich dachte erst, es wäre vielleicht irgendwie dreckig oder nass geworden, aber nee, ich glaube, das ist das, ja, ist auch so abgebildet vom Muster her. Das ist so ein Stirnband und das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Hier steht sogar drauf, klimapositiv. Ich gehe ja auch immer mit Sammy spazieren. Der ist gerade nebenan, der hatte keinen Bock mit in mein Zimmer zu kommen, der chillt auf der Couch. Und da brauche ich sowas. Also das ist 1A. Kann ich das jetzt... Oh, komm. Haare, Frisur, alles egal. Steht auch Stirnband aus Bambus und das kannst du bei 30 Grad waschen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja, gucken. Passt jetzt übrigens voll zu meinem Augenlook. Das finde ich gerade ein bisschen geil. Sieht mal ein bisschen aus wie Witwe Bolte, aber finde ich jetzt nicht schlimm, ne? Weil wenn ich mit Sammy spazieren gehe, geht es mir darum, dass mir warm ist. Ja, das sieht gut aus, ne? Muss ich nur halt jedes Mal auf diesen Augenlook schminken. Habe ich übrigens mit der Vanille Limited Edition von Essence mal. Essence haben die mit Catrice zusammen. Irgendwas mit C, genau. Ja, cool, ne? Also das kann man, ist jetzt nicht so super dick, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist jetzt gerade im Herbst eine ganz gute Geschichte, wenn es halt windig ist, dass der Wind nicht so an die Ohren kommt. Nö, mag ich leiden. Und wenn man das halt einfach nur fancy-pansy haben möchte, wobei, nee, dann machst du die Ohren nicht drüber, ne?
Kannst du halt in der Theorie ganz einfach das Stirnband auch so tragen. Ist halt auch ein stylisches, generelles Accessoire, ne? Nö, ich mag das Leinen. Ich finde es cool. Lasse ich direkt an. Dann habe ich hier was mit dabei von Madara. Deep Moisture Vitamin Oil Hyal Vitamine. Achso, nochmal Französisch für Gesicht und Dekolleté. Targets Dryness Revital. Achso, das soll gegen Trockenheit und revitalisierend sein. 50 Milliliter. Das finde ich auch sehr interessant mit Omega und E. Also Omega ist ja auch so ein, ja, so ein Gedönsen. Kennt man eigentlich eher so, wenn man Fisch isst oder sowas, ne? Es gibt übrigens auch eine, apropos Fisch und Essen, eine vegane Variante von der Box. Ich habe mich jetzt nicht für die vegane Variante entschieden, weil ich bin kein Veganer. Es macht für mich dann einfach keinen Sinn. Ich habe jetzt hier einfach die generelle Version davon, ne? Genau, und Vitamin E ist das Schönheitsvitamin, was ja auch irgendwie zur generellen Schönheit beitragen soll. Finde ich auch irgendwie ganz nett. Mit Madara hatte ich auch mal, als die so auf den deutschen Markt gekommen sind, eine Kooperation gehabt. Die hatten mir ihre Foundation, ihren Concealer und so Skin Drops und sowas geschickt. Also sehr, sehr schöne Produkte. Finde ich echt klasse. Und ja, auch die Skincare-Reihe, die ist immer ganz angenehm. Die haben wir auch öfters mal in Boxen drin. Und das hier ist wohl in so einer Pipette. Oh, das ist sehr edel, ne? Ist auch nicht mega günstig. Richtig schön. Dieses Grün gefällt mir ja schon mal, ne? Und ja, das ist ja meistens, weil das quasi dieses natürliche Produkt, was dann ja auch da drin ist, vor der Sonneneinstrahlung schützen soll. Finde ich ganz cool. Pipetten bin ich eh Fan von. Und ja, Wahnsinn. Hätte man dazu noch Alternativen haben können? Das kann ich jetzt ja mal parallel im Heft nachgucken. Ja, man hätte auch noch alternativ von Laponie ein Tonerspray oder eine Gesichtscreme haben können. Aber ich freue mich darüber tatsächlich auch sehr. Auch wenn Tonerspray ganz cool gewesen wäre, hatten wir aber, glaube ich, auch letztes Mal in der Box drin. Hier habe ich jetzt so ein witziges Produkt, also das erwartest du nicht unbedingt in der Box, ne? Aber es ist halt nicht eine ausschließliche Beauty-Box, sondern es ist halt auch mit Lifestyle-Artikeln und so. Sieben Generationen, nein, für das Wohl der nächsten sieben Generationen, Handspülmittel, 91% pflanzenbasiert, starke Leistung gegen Fett, frischer Zitrus- und Ingwerduft, das finde ich auch interessant, Flasche aus 100% recyceltem Plastik und das sind 500 Milliliter. Ist ein Brocken, ne? Aber finde ich praktisch, weil so ein Spülmittel kann man immer gebrauchen. Wir haben gerade auch eins in Anwendung, das ist auch von irgendwas Grünem, keine Ahnung. Find ich auch ganz angenehm. Das hat einen ganz zarten Duft nur. Also Zitrone, ja, riecht man ein bisschen. Ingwer jetzt nicht so mega intensiv, aber das ist ja auch nicht schlimm. Wird auf jeden Fall ausprobiert und ja, finde ich cool, ne? Das Spülmittel kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Praktisch. Ja, das ist das. Ak Nein, dein exklusives Goodie steht hier drauf. Aha. Ist gar nicht irgendwie mit Preis aufgeführt. Also scheint einfach ein generelles Goodie zu sein. Ist doch auch mal ganz nett, ne? So, ja, dann mache ich hier mal weiter. Und zwar nehme ich etwas raus, was ja auch in dem Sinne zu dem Motto gehört. Trendraider Nordic Lights. Windlicht aus Glas. Hol das Leuchten des Nordens zu dir nach Hause, steht hier drauf. Ach, das ist ja hübsch. Mensch, haben wir hier noch so ein Deko-Element mit drin? Das finde ich ja auch cool, ne? Oh ja. Und dann kannst du da einfach eine Kerze reinmachen und fertig ist die Laube. Und das ist sehr schwer. Und so schön grün. Das mag ich leiden. Weil wir haben ja auch so diesen modernen Landhausstil bei uns im Wohnzimmer, also im Haus generell. Und haben dann auch viel so mit grün gearbeitet. Auch unsere Gardinen zum Beispiel, die sind auch so grün oder mit grünen Elementen auch mit dabei bei uns im Schlafzimmer. Das seht ihr auch öfters mal auf Instagram, wenn ich da so ein Outfit of the Day mache oder sowas, ne? Da haben wir auch grüne Vorhänge. Und ja, das passt einfach gerade voll bei uns ins Haus. Und deswegen finde ich das fantastisch, dass wir das hier in der Box mit drin haben. Ja, ne? Und ich bin begeistert, dass es das auch vor allem noch heile geblieben ist. Ist aber auch sehr, sehr schwer. Und ich glaube, da haben wir jetzt kein Alternativprodukt oder sowas mit dabei. Nee, nee, weil das halt das Lifestyle-Produkt so in dem Sinne ist. Vor sowas habe ich Angst, muss ich gestehen. Von Humble Brush ist das Interdental Bamboo Brush 6er-Pack und ja, eco-friendly and socially responsible. Das ist alles schön und gut. Size 2, 0,5 Millimeter. Solche Interdentalbürstchen, dafür sind meine Zähne einfach viel zu eng beieinander. Das wird mir wehtun. Das ist ja auch nochmal eingepackt, ne? Also wenn ich solche Interdentalbürsten verwende, was ich ja damals zum Beispiel für die Zahnspange oder so gemacht habe, dann hole ich mir die in super, super, super klein, ne? Also die sind, wie gesagt, hier noch eingepackt, packe ich jetzt auch nicht aus, weil das ist nichts für mich. Ich finde es aber positiv, dass wir hier nicht wieder
die 50. Zahnbürste drin haben, sondern einfach mal ein anderes Produkt von The Humble Co. Schön ist hierbei auch, dass diese Stiele, die ja hier mit bei sind, aus Bambus halt sind. Und das ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt, was immer sehr schön ist. Es ist 100% recyclable und die sind sozial und safe and certified, also vegan, cruelty free und verified Bisphenol A, also BPA free. Auch das ist ganz nett, ne? Aber, wie gesagt, nutze ich jetzt nicht so unbedingt. Dazu hätte es alternativ eine Zahnbürste gegeben. Fancy. Okay, dann habe ich hier ein paar Minuten gute Laune. Was ist das denn? Wie süß. Das ist das hier. 10-mal du oder ich, 10-mal gemeinsamer Nenner, 7-mal kleine Schmeichelei, 12-mal Perspektivwechsel, 11-mal Zeitmaschine, 3-mal Zwischenspiel. Also, ne, ich habe solche ähnlichen Kartenspiele auch in Erwachsenenspielzeug-Adventskalendern drin gehabt, aber ich glaube, das hier ist etwas zurückhaltender, wenn ich das mal so sagen darf. ne? Liebespaar, vor euch liegen 53 Kärtchen, die euch auf verschiedene Weise zum Austausch inspirieren. Lest zunächst die Erklärung auf den Kategorienkärtchen, mischt die Kärtchen durch und nehmt euch dann einen Gesprächsimpuls. Ach so, damit man wieder miteinander redet, ne? Es gibt kein richtig oder falsch. Ziel sind ein paar Minuten gute Laune für euch. Okay, ja, ist ja schön, ne? Kleine Schmeichelei, damit bringst du mich immer wieder zum Lachen. Ist auch süß, ne? Ja, ja. Was ist das noch? Auf dieses Alltagsritual möchte ich mit dir nicht verzichten. Also schön finde ich es definitiv. Ist natürlich ein bisschen schade, wenn da jetzt, keine Ahnung, ein Single oder so diese Box hat. Der wird sich da vielleicht ein bisschen drüber ärgern. Ich bin jetzt kein Single. Am 17.11. werde ich 16-Jähriges mit meinem Freund feiern und somit die Hälfte meines Lebens mit ihm verbracht haben bislang. Wahnsinn. Ne, da werde ich ganz sentimental. Also ich finde das ganz schön und wir werden das auch verwenden. Ne? Also wir reden auch so natürlich miteinander, sonst hätte das alle jetzt nicht 16 Jahre gehalten, sag ich mal. Aber es sind immer schöne Impulse, die man dann einfach als Paar so auch bekommt. Und das finde ich ganz schön. Ja. So, dann habe ich hier was von Tautropfen drin. Das hatten wir letzten Monat hatten wir auch was von Tautropfen mit dabei gehabt. Das hier ist jetzt Hyaluron. Pro Youth Solutions Gesichtsreinigungsgel für anspruchsvolle Haut. Das finde ich auch schön. 30 Milliliter. Und Tautropfen ist ja auch eine sehr nachhaltige Marke. Und deswegen passt das ganz gut in die Box mit rein. Und finde ich auch ganz schön. Ja, ich habe anspruchsvolle Haut. Also ich habe sowohl etwas reifere Haut mittlerweile. Ich habe trockene, sensible Haut. Also da passt das für mich auf jeden Fall. Und dann blätter ich mal hin, ob da eventuell eine Alternative, ja, wow. Also du hättest entweder halt dieses Reinigungsgel bekommen können oder eine pflegende Dusche von Sebamed. Das wäre auch ganz schön gewesen. Oder von Lumaya eine feste Naturseife. Nö, aber ich bin hiermit eigentlich ganz gut zufrieden. Doch. Hier haben wir noch ein weiteres Getränk. Das finde ich schön. Das wird jetzt gleich auch mal getrunken. Ösel Birch. Birch Water Natural. Also ja, 0,33 Liter. Nicht jeder mag halt dieses Birkenwasser. Ich bin da eigentlich so Fan von. Ja, einfach nur, weil es einfach irgendwie ein bisschen anders schmeckt. Ein bisschen nach Wald. Und das mag ich. Also ich bin ja eh so eine Waldmaus. Ne? Also ja, wir haben ja halt sehr viel Natur um uns herum. Im Prinzip ist da ein Wald, da ist ein noch viel größerer Wald. Wenn ich ein bisschen nach da fahre, aber da muss ich tatsächlich mit Fahrrad oder Auto fahren, ist da ein Riesenwald. Also hier geht die Party ab, Leute. Prost. Das kann ich nicht exen, weil das kalt ist, weil die Box relativ frisch bei mir eingetroffen ist. Und ich möchte hier keinen Hirnfrost kriegen. Also von daher werde ich das jetzt hier hinstellen und einfach immer mal wieder trinken. Ich mag diesen Nachgeschmack. Das hat so ein bisschen was von Mandelmilch. Also ich trinke ja auch immer Mandelmilch. Mhm. Ich mag's. So, was haben wir nun? Saneo 2 oder Sahne O2 Anti-Blemish Booster, ein Gesichtsserum. Okay. Nature Skincare 15 Milliliter. Und das wird dann gegen Unreinheiten sein. Ne? Blemish ist ja irgendwie gegen Unreinheiten. Hätte es dazu irgendwelche Alternativen gegeben? Nee, das ist dieses 12-Monats-Abonnenten-Goodie-Gedönsen, was man halt mit drin hat. Okay. Ja, sieht doch schön aus, ne? Doch, mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Und wenn das gegen Unreinheiten hilft, dann sage ich auch nicht nein, weil ich habe in letzter Zeit öfters mal Unreinheiten, wobei die ernährungsbedingt sind.
muss ich ja ehrlich zugeben, ne? Ich esse einfach in letzter Zeit unheimlich viele Süßigkeiten. Aber das ist jetzt einfach so auch diese gemütliche Jahreszeit, wo ich echt reinhaue, Leute. Ne? Es ist, wie es ist, kannst nichts machen. Ja, ich weiß gar nicht, was hier alle so, weiß ich nicht, was dazu hilft, das quasi mit Niacinamiden. Okay, das ist natürlich auch immer eine schöne Geschichte. Das ist sehr hautberuhigend und wirkt auch so ein bisschen aufhellend. Morgens und abends nach der Reinigung gleichmäßig auf das Gesicht auftragen und mit Abschlusspflege von Sanio 2 fortfahren. Oder du nimmst dir halt das, was du da hast. Ne? Kannst du ja auch machen. Nee, das finde ich gut. Ne? Kann man sich so nicht beschweren. Und das hast du dann quasi als weiteres Produkt mit in der Box, wenn man ein 12-Monats-Abo hat. Oh, Käse. Hier habe ich mir das was zum Naschen. Das gönne ich mir gleich. Apropos Naschen und Food, ne? Aktuell. Alpha Foods, Honest Nutrition, also eine ehrliche Ernährung ist das, eine Proteinbar. Ja, da hast du einfach so einen Riegel mit dabei, der so ein bisschen einem noch Proteine gibt. Ich als Ultrasportler nicht, aber trotzdem brauchen wir Proteine und fühlt sich sehr fest an. Peanut Butter ist natürlich voll mein Ding, ne? Vegan Bar, also vegan ist es auch noch. Peanut Butter Crunch hört sich sehr, sehr geil an. Also das wird, wenn ich dieses Video schneide, einfach gleich mal direkt vor dem Laptop vernichtet. Finde ich super. Nom, nom, nom. Hätte es dazu eine Alternative gegeben? Nee, hat's auch nicht. Aber ist nicht schlimm. Finde ich ja gut, ne? So, hier, dieses Kärtchen meinte ich übrigens. Da müsste ich jetzt sammeln. Diana hier. Sammle alle Grußkarten unseres Teams mit den Nummern 1 bis 10 und gewinne eine große Geschenkbox. Genau, ne? Das war das, was ich eigentlich eben vor einer Viertelstunde, 20 Minuten euch schon zeigen wollte. Hier habe ich jetzt noch was Eingepacktes. Das haben wir manchmal, wenn wir so Glassachen wohl dabei haben. Ja, wenn du, keine Ahnung, Glassachen halt dabei hast, ne? Die kaputt gehen könnten. Das kann man natürlich auch eins weiterverwenden. Mache ich tatsächlich auch, wenn ich so Verlosungsboxen oder sowas packe. Hier haben wir was drin von Zwergenwiese. Snörrebrot, Gemüse. Och, wie süß. Das ist ja echt süß. Und ja, wir haben auch gerne so Knäckebrot zu Hause. Das ist vegan und hefefrei. Ist auch ganz interessant. Und das ist so ein Brotaufstrich. Ein veganer Bio-Brotaufstrich mit Gemüse und Weizeneiweiß. 140 Gramm sind hier drin enthalten. Und das finde ich schön. Paprika, Möhren, Zwiebeln, Mais, Tomatenmark, Weizensirup, glutenfrei, Seitan und so weiter und so fort. Ja, ne? Kannst du dir auch dein Knäckebrot machen. Und solche Food-Sachen finde ich ganz schön dabei, aber man hätte hier noch Alternative gehabt. Achso, bei der Proteinbar hättest du eine andere Sorte übrigens als Alternative haben können. Irgendwie eine Schoko-Variante. Und hier hätte man noch alternativ Mandel, Brokkoli und Bruschetta und Currylinse. Das steht hier irgendwie mit drauf. Ich habe hier Gemüse. Das ist da gar nicht abgebildet. Aber das wird mal ausprobiert, ne? Finde ich schön. Doch, so was Herzhaftes mag ich auch ganz gerne mal zwischendurch. Sodele. Hier haben wir noch was. Also wir haben ja noch allerhand Sachen drin. Und zwar Fox. Nachhaltige Kompetenz seit 2012. Friends of Green Style. Nummer 24, Winter 2021. Kostet in Deutschland 5,90 €. Und das ist eine Zeitschrift. Jo, kann man ab und an auch mal ganz gut gebrauchen. Dann kann man durchblättern. Oder wenn man halt ein kreativer Mensch ist, kann man ja auch zum Beispiel so was auch daraus basteln und so. Ich habe damals zum Beispiel immer die ganzen Bravo und Yam-Zeitschriften gesammelt und dann aus den Augen und Mündern so Collagen gebastelt. Ne? Ist auch schon Ewigkeiten her, aber das hing dann immer bei mir in meinem Jugendzimmer rum. Jo, finde ich auf jeden Fall schön. Das ist sehr, sehr dickes Papier. Finde ich auch ganz cool. Der Klang der Stille. Ja, werde ich mir mal gönnen. Waldapotheke, das finde ich auch immer ganz interessant, ne? Was man alles so im Wald findet. Schön, doch. Auf jeden Fall eine interessante Leseanregung. So, hier habe ich jetzt noch ein paar Flyer mit dabei. Hallo, wir sind Paarzeit. Hallo, Paarzeit. Achso, das ist nochmal die Information zu dem Kartenspiel, was wir hatten. Den Paarzeit-Adventskalender hatten mein Freund und ich letztes Jahr, fanden wir jetzt nicht so mega geil, muss ich gestehen. Also da, ne, war nicht so unsere Welt. Nee. Ja, genau. Und da werden die einzelnen Leute einmal vorgestellt. Jo, die stellen sich hier einfach mal vor. Schön. Dann haben wir hier noch 20 € Geschenk bei Delinat. Keine Ahnung, das ist halt auch noch mit dabei. Und Gutscheincode Trendem, Infos hier, Rückseite, The Spirit of Om, bioenergetische Kleidung. Da kommt wahrscheinlich mein schmuckes Haarband her. Die sitzen in Sulzberg-Moosbach im Allgäu. Na, guck an. Ja.
Ich glaube, das war's, ne? Ich schaue noch einmal schnell durch das Heft hindurch, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Aber es war schon ein ziemlich cooler Inhalt. Irgendwie hat mich der Inhalt letzten Monat ein bisschen mehr geflasht. Aber trotzdem haben wir hier coole Sachen drin. Das Stirnband gefällt mir richtig gut. Das kommt gleich direkt in meine Spaziergehtasche mit rein, damit ich dann für die nächsten Tage etwas gewappnet bin. Monate, Jahre hoffentlich. Also ich hoffe, das hält ziemlich lange. Ich finde auch die Produkte, die jetzt drin enthalten waren, ziemlich brauchbar. Und ich glaube, das ist halt auch dieser Hintergedanke, dass sie jetzt nicht irgendwas Furziges hier reinpacken. Hauptsache, der Wert ist irgendwie bombastisch krass hoch oder so. Sondern, dass es alles Produkte sind, die sinnvoll sind und die dann auch wirklich verwendet werden und nicht irgendwie durch 5 Milliarden Hände wandern, bis sie dann irgendwann bei der Person ankommen, die sie dann endlich mal verwendet. Weißt du, was ich meine? Also deswegen, Stirnband ist super praktisch, Spülmittel ist super praktisch, Brotaufstrich ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde sowas ganz cool. Bisschen Beauty, ein Windlicht, Zahngedönsen, ein paar Minuten und so weiter und so fort. Also ich persönlich fand die Box schön. Und wie gesagt, es geht auf jeden Fall jetzt hier auf diesem Kanal auch immer wieder weiter, dass ich euch auch die Trend Raider Box vorstellen darf, was ich sehr cool finde. Und ja, das war es jetzt hier mit dem Unboxing. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!